Vielen Dank auch von mir, ein herzliches Willkommen und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Wir werden im nächsten Plenum einbringen einen Antrag zur Einführung eines fakultativen Referendums als ein Instrument der direkten Demokratie. Dieses Thema treibt unsere Fraktion und auch mich persönlich schon sehr, sehr lange um, weil ich sage, die Bürger erwarten einfach mehr Teilhabe in einer Demokratie. Es gab vor kurzem einen sehr, sehr guten Bericht vom MDR, wie der Osten tickt, sinngemäß. Und da kam eben raus, dass die Bürger sehr gut die Demokratie gut finden, aber sie möchten mehr Teilhabe. Und das wird von den Bürgern kritisiert, dass eben die Teilnahmemöglichkeiten in der Demokratie ihnen als zu gering erscheinen. Das sind die Ostdeutschen. Die haben sich von dieser Demokratie mehr erhofft. Es gibt nur einen Stadtstaat, nämlich Hamburg, der dieses Instrument hat, dieses fakultative Referendum. Und die Bürger gehen eigentlich aus meiner Sicht und auch, das ist auch die Sicht unserer Fraktion, sehr differenziert und auch sehr sorgfältig mit diesem Instrument um. Also es wird nicht missbraucht, sondern nur da, wo die Bürger merken, hier hat die Politik eine Fehlentscheidung getroffen, hat man die Möglichkeit, über dieses fakultative Referendum ein Gesetz zurückzunehmen. Das ist ja der tiefe Sinn dieses fakultativen Referendums. Und die Schweiz hat das ja auch. Und die Schweizer sind ja sehr direktdemokratisch aufgestellt und das kommt im Land sehr gut an. Und es gibt Untersuchungen, die ich mal gelesen habe vor ein paar Jahren, dass die direkte Demokratie auch die Wirtschaft stärkt, weil die Bürger sich mitgenommen fühlen, ernst genommen fühlen. Und das, denke ich, ist ein Fund, mit dem wir wuchern sollten. Trauen wir den Bürgern einfach was zu. Die Bürger wollen nicht immer bevormundet werden. Und ich sage Ihnen mal ein Beispiel, wo ich richtig sauer war, dass wir kein fakultatives Referendum haben. Das ist die Fusion der BTU mit der Fachhochschule Lausitz. Nach wie vor läuft es dort nicht gut. Gucken Sie sich die Zahl der Studenten an, die kennen nur eine Richtung, das geht nach unten. Hätten wir dieses fakultative Referendum gehabt, wäre ich eine der Ersten gewesen, die so etwas mit inszeniert hätte. Ich war ja schon immer in der Stadtpolitik tätig, das ist ja bekannt. Und dieses Instrument fehlt einfach, weil die Politik eben auch Fehler macht und sich aber schwer tut, Fehler zu korrigieren. Und der Bürger hätte dann mit diesem fakultativen Referendum die gute Möglichkeit, Fehlentscheidungen der Politik, und die gibt es eben, keiner ist unfehlbar, zu korrigieren. Es fehlt ein Instrument, wo der Bürger sich eingeladen fühlt, mitgenommen wird. Und unser Instrument, was wir gegenwärtig haben, dieses dreistufige Verfahren, ist viel zu umständlich. Es erfordert viel Aufwand für die Initiatoren und deshalb werben wir als Alternative für Deutschland für dieses Instrument. Und ich muss sagen, ich kann nur hoffen, dass die übrigen Parteien das erkennen und mitmachen. Vielen Dank.